Okay, Leute, heute spielen wir den neuen Killer mal so, wie sie anscheinend gedacht wurde. Und zwar auf maximalen Abfuck gebildet. Dafür haben wir das Addon hier mit, was die Skill-Check-Warnings komplett wegnimmt, wenn man in der Drone-Active-Zone ist. Und dann noch 20% smaller Skill-Checks in der Drone-Active-Zone. Zusätzlich Unnerving Presents, was das noch kleiner macht, Distressing, um unseren Terror Radius eben für Unnerving zu erweitern. Und zusätzlich natürlich für Colorophobia, dass sie 50% härtere Skillchecks fürs Healen haben. Und Sloppy, dass das Healen noch schwieriger gemacht wird. Und ja, basically ist es so, dass wir generell von Anfang an schon planen, was halt generell so mit ihr eigentlich der Fall ist, dass man einen Free-Gen hält. Und wenn wir diesen Free-Gen dann haben, ja, dann haben sie extrem harte Skill-Checks. Und wenn ich sie hitte, was sie ist ein M1-Killer, ich hätte sie eh nur M1, dann müssen sie erstmal aus meinem Terror-Radius raus. Das heißt, sie müssen vom Free-Gen weg. Und das Match wird unendlich lange dauern, jeder wird das Bild hassen und ich will es euch eigentlich nur einmal zeigen und dann werde ich es wahrscheinlich nie wieder spielen. Weil das wird einfach zu hart abfuck. Aber ja, gehen wir einfach direkt rein. Ich will da gar nicht lange drüber nachdenken, was ich hier mache überhaupt. Das wird sonst einfach nur schlecht ausgehen, oh Gott. Oh, okay, Leute, da haben wir Iron Walks of Misery. Da suchen wir uns jetzt einen schönen Return raus. Und dann ist eh alles vorbei. Das war's dann eigentlich eh schon. Was ist ein schöner Free-Turn? Obwohl, eigentlich ist der hier eh schon ganz gut, ne? Eigentlich ist der hier eh schon ganz gut, komm. Dann machen wir den hier. Dann machen wir den hier. Warte mal, kann ich hier nicht setten? Doch, okay. Doch, okay, 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 okay. Und dann nehmen wir den da hinten noch mit rein, würde ich sagen. Das ist ganz gut. Wir könnten sogar einen Fortune halten, eigentlich. Wir könnten uns sogar einen Fortune hier setzen. Das wäre natürlich auch toll. Toller Plan. Sehr, sehr gut. Obwohl, sollte ich nicht eher einen für... ich weiß nicht. Ja, komm, den nehme ich wieder mit. Egal. Den nehme ich wieder mit. Ja, erster Generator gefinisht, juckt nicht. Oh, da kickt Unnerving anscheinend schon mal rein. Und dann tun wir jetzt mal so, als würden wir ganz normal fair spielen. Hihi, fair. Hihi, fair Gameplay. Danke für die Pellet. I guess, die hat ziert. Ja, ich nehme gerne den Hit an bei dir. Schön alle mit Sloppy mal ein bisschen besetzen. Und dann läuft ja alles. In meiner Drone Zone ist noch niemand reingegangen. Dann habe ich hier ein bisschen Fakey Makey. Okay. Okay. Da ist wer reingegangen in unsere Zone. Da ist wer reingegangen, irgendein Frechdachs. Irgendein Frechdachs denkt sich, es wäre... Merkst du selbst, ne? Merkst du selbst. Warte mal. Warte mal. Die ist dumm. Die ist dumm. Die ist doch exposed. Die ist doch exposed. Die ist doch exposed jetzt. Aber ich finde sie nicht. Das ist natürlich ein Problem. Ich habe mich gehört, aber nicht gehittet. Ah, Mann. Egal. Obwohl, warte, ich kann doch einfach gucken, wo sie ist. Nein, ich bin dumm. Ich habe voll vergessen, dass das hier geht. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Egal. Einfach kicken. Kicken wir mal. Kicken wir mal hier. Okay. Da haben wir auch was aktiv. Schön. Sehr gut. Hit ist drauf. Und dann gucken wir da mal rüber. Könntest du dich bitte mal aktivieren? Danke. Sehr nett. Sehr zuvorkommend auch. Hier ist aber eh niemand, oder? Nö. Wie sieht's hier aus? Nö, auch nicht. Okay. Na, die Drohne wurde getaggt, aber nee. Das juckt natürlich nicht. Okay. Du bist bitte mal... Achso, du aktivierst dich nicht, wenn ich durchlaufe. Okay, verstehe. Boy? Willst du das wirklich tun? Okay. Okay, okay, okay. Dann nehme ich dich beim Wort. Okay. Nice idea, I guess. Das Ding ist, ich kann hier halt keine Drohne jetzt daneben setzen, aber das ist noch immer fein.
Sag mal, fein, wir kicken den Generator. Wir wollen den auf Null haben. Wir wollen den ja auf Null haben. Okay. Warte mal, da habe ich doch ihn. Junge, was zum Pickel? Hä? Junge, was? Locker gehen ist nicht die Technik hier. Das ist nicht der beste Plan, Homie. Oh, okay. Okay. Dich aktiviere ich mal wieder. Und dann. Okay. Ich verstehe, wie das läuft. Ich verstehe, wie das läuft, Nance. Okay, bleib hier im Loop. Ich habe nichts dagegen. Ja, hast du nichts mehr dafür übrig, ne? Der Loop, den magst du nicht, ne? Ja, das hätten wir lieber hier, ne? Hätten wir lieber wieder hier. Dann gehen wir back. Geheilt wird hier sowieso nichts. Glaube ich hoffentlich klar. Und dann holen wir uns Michaela. Oh, smart. Smart, smart, smart. Aber wisst ihr was? Ich set hier erstmal wieder meinen Drone. Und dann bekommst du einen schönen Hit. Dann ist jeder schön verletzt. Die Palette haben wir weg. Und dann ist alles fein. Da drüben wurde was weggenommen. Da gehen wir wieder hin. Und ja, das Bild ist evil. Was soll ich euch sagen, ne? Okay. Und du hast hier nichts mehr, oder? Okay. Dead hat. Yes, not. Ja, gut. Ja. Dann hucken wir wieder. Ein Drone wurde uns weggenommen. Hier geht klar. Hier dürften die Drone eigentlich nicht disappearen, oder? Oder ist das schon zu close? Natürlich ist das schon zu close. Was auch sonst, ne? Aber die sind smart, mein Free Chain breaken zu wollen. Die sind smart. Die versuchen es gut. So, kicken wir aber trotzdem mal. Okay, die ist einfach oben. Okay, okay, okay. Okay, warten wir ein bisschen. Müsste reichen. Sehr gut. Dwight ist exposed da drüben. Okay, Dwight. Weise mir den Weg. Obwohl. Mhm. Die ist auf Null. Ich find's cool, dass man so spielen kann. Das mag ich. Achso, oben ist eh nur Michaela. Und hier, den wollt ihr mir wegnehmen? Glaube ich nicht. Glaube ich nicht, Freunde. Das funktioniert, glaube ich, nicht so, wie ihr wollt. Und jetzt spielen wir das so hinaus. Jetzt nimmt sie mir die Drohne wieder weg. Obwohl, macht sie das überhaupt? Nee, sie hat ihr Leben aufgegeben, oder was? Was ist jetzt der Plan, Michaela? Ich weiß wirklich nicht, was der Plan ist. Der Tat scheint sie nicht zu haben. Okay, dich trage ich ein bisschen weiter weg, weil es mich echt nicht juckt, meinen Drohnen-Stuff neu zu setten. Und ich glaube, die haben bei den drei Chans hier schon halbwegs aufgegeben. Obwohl, nee, doch nicht. Oha. Die Mutigen. Ihr seid mutig, ne? Ihr seid sehr, sehr, sehr mutig. Vor allem dafür, dass du Deathhook bist, Tommy. Ja, die ist am Generator dran. Und du bist hier. Okay. Oh, live. Hast du noch? Ja, wir können eigentlich gut committen hier. Wir könnten ja eigentlich gut committen. Einfach ein Hit drauf. Und dann gehe ich, glaube ich, wieder. Dann gehe ich, glaube ich, wieder. Das ist ja kein, wie schnell können wir das Game hier beenden, sondern das ist hier ein, ja, wie lange können wir alles rauszögern. Ah, dumm. Dumm, 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 aber okay. Der Generator ist halt auch nicht so weit. Das Ding ist, ihr könnt halt auch Chain-Kicking-Perks einfach mitnehmen dafür. Ist egal. Ist einfach egal eigentlich.
Okay. Aktivieren wir. Bist du nicht aktiviert? Doch, okay. Warte mal. Okay, alles fein. Okay. Oh, du denkst, meine Drohne wegzunehmen bringt dir irgendwas? Hä, warte mal. Warum blockierst du für sie? Warum blockierst du für sie? Das ist so verblödet, wirklich. Das ist so verblödet hier. Das ist einfach nur verblödet. Das ist einfach nur verblödet, was ich hier gerade spiele. Das ist einfach nur komplett dumm. Das ist, funktioniert jetzt noch dümmer eigentlich auch. Okay, hast du live oder warum hast du jetzt explizit den Volt genommen? Okay, verstehe. Anscheinend nicht. Oh yeah. Achso, die ist weit weg. Ja. Achso, ich kann nur eine jetzt reaktivieren. Die Hooks sind vor allem nicht mal so bad gerade. Willst du einen Hit taken oder was ist dein Move, Homie? Was ist dein Move? Schön aktivieren. Der Generator ist auf 0. Der ist auch auf 0. Und ja. Du willst mich hier weglocken oder was ist dann? Okay. Hm. Okay, du bist wieder da, Homie. Ha. Lange nicht mehr gesehen, ne? Ja, wir können uns direkt mal auf live vorbereiten. Den Hit bekomme ich. Und zack. Und verpiss ich jetzt wieder. Danke. Recallen. Recallen sage ich schon aktiviert. Warum sage ich immer Recallen dazu? Ich weiß nicht, bin ein bisschen blöd. Okay, da hinten sind welche, aber erstmal den Generator hier kicken. Der ist mir schon ein bisschen zu weit. Das mag ich nicht. Da geht mir schon fast mein Chain Control verloren. Was würde ich denn tun? Was würde ich dann nur tun? Homie? Homie? Geierst du gerade wirklich so hart? Du bist One-Shot. Du bist fucking One-Shot. Michaela! 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 Okay. Das ist anscheinend zu viel für sie. Das ist anscheinend zu viel für sie. Aber ich verstehe das. Das Ding ist, der Killer ist halt, wie ihr sehen könnt, nicht schwach. Nur wie man mit dem Killer gewinnt. Das ist dumm. Das ist dumm. Das ist straight up dumm. Gott ist live, okay. Okay. Recallen. Warum sage ich immer recallen? Warte mal. Kann ich dich jetzt? Oder wie lange dauert das immer? Okay. Ein bisschen nur. Ein bisschen. Die haben halt keinen der Generatoren hier. Die haben keinen der Chance hier überhaupt richtig gemacht noch. Und ich sehe ja doch niemanden auf dem Radar, weil hier keiner ist. Die geben mir freiwillig den Free-Chain. Die arbeiten gerade da drüben. Weil sie einfach wissen, dass es sich hier nichts bringt. Die wissen, dass es sich nichts bringt. Und jetzt gebe ich denen halt wieder ein paar Hits drauf. Jetzt gebe ich ihnen halt ein paar Hits in die Fresse wieder. Um sie noch mehr abzufacken. Komm, geh dich heilen. Colorphobia, let's go. Da drüben, setten wir auf. Komm, let's go. Ja, sehr nice. Hier ist nichts. Gut. Hier ist auch nichts. Gut. Sehr stark. Und das machen wir weiter. Das machen wir weiter. Wie lange machen wir das schon? 13 Minuten erst. Das fühlt sich wie eine Stunde an hier schon. Das fühlt sich wie eine Stunde an. Aber das ist halt der Weg, wie man in der Winstreak jetzt zum Beispiel gewinnt. Das ist dann halt der Weg, wie man in der Winstreak gewinnt. Und ja, komm, gib mir die Palette auch noch raus. Gib mir die Palette auch noch raus. Danke. Wenn ihr eine Winstreak macht mit dem Killer, ich glaube, das ist nicht mal allzu schwierig im Vergleich zu anderen Killern, meine ich jetzt. Das ist nicht leicht, natürlich nicht. Aber im Vergleich zu anderen Killern ist das definitiv nicht so schwierig, würde ich behaupten. Weil man mit dem Free-Chain-Potenzial hier so viel hat einfach. Man hat hier so viel. Du musst einfach nur die drei Chains halten und vorher eine Person rausteilen. Ist eigentlich immer ein Safe-Call-Win dann. Ist eigentlich immer ein Confirmed-Win. Also, es ist dumm. Es ist halt leider einfach wirklich dumm. Und ich weiß nicht, was ich anderes sagen soll, außer dass es dumm ist. Ich weiß nicht. Ich weiß es wirklich nicht, was ich euch sagen soll. Die trauen sich nicht mehr her. Die trauen sich nicht mehr her. Die Generatoren hier sind alle auf Null.
Aber wenn ich weggehe, könnte ich meinen Freechain verlieren. Und der Killer ist halt für einen Freechain gebaut. Ich spiele den Killer gerade so, wie er gedacht ist. Entweder mit diesem Bild oder mit einem Chainkick-Bild. Das sind so die zwei Sachen, die man bespielen kann auf dem Killer, was richtig stark ist. Und sonst, wenn ihr fair spielen wollt, save the best for last und so, ballt halt alles rein. Aber ja, das ist halt der Weg zum Gewinnen hier. Das, was ich hier gerade mache, ist halt der Weg zum Gewinnen. Das ist dumm. Und das funktioniert halt auch so gut wie auf jeder Map. Mir würden wenige Maps einfallen, die bei denen das nicht funktioniert. Mein Hals ist so trocken jetzt schon. Weil ich mich nur aufrege. Ich rege mich nur auf. Manomator. Und man settet halt einfach die Drohnen dauerhaft neu. Pumpt da rein wie sonst was. Die Survivor wollen einen weglocken, aber du gehst halt nicht weg. Du bleibst. Du gehst kurz für einen Hit weg, um sie noch mehr abzufacken. Ja, ja, ich komme mit, natürlich. Ja, ja, Oh, gib mir die Pellet. Ja, gib mir die Pellet. Okay. Warte, wenn du mir einen Freedown gibst, dann bin ich wirklich dabei. Aber nee, nee. Gehen wir zurück zu unseren Gens. Die sind mir wichtiger, Homie. Sind mir wichtiger als du. Was mache ich nur um meinen Freechan? Ohne meinen Freechan bin ich nichts. Die trauen sich halt wirklich nicht mal her. Die trauen sich halt wirklich nicht mal her. Es ist so sad. Es ist so sad. Dass das halt der Way to Win ist für den Killer. Würde man ihm das Freechan Potential wegnehmen, dann wäre der Killer halt am Arsch. Richtig scheiße. Richtig schlecht. Aber er hat's halt. Er hat's halt. Mit dem Killer hat man halt das Freechan Potential. Und das ist halt auch die Power. Nancy habe ich auch schon ultra lange nicht mehr gesehen. Ich verstehe auch warum. Natürlich. Ist ja kein Bock. Wer hat hier Bock, ne? Nicht mal ich hab Bock. Müssen mich ja chasen wirklich, oder? Da können wir gerne chasen. Guck hier. Ich deploy sogar eine Drohne, dass du sogar weglaufen musst von hier nochmal. Guck, da aktiviere ich wieder. Ein Hit schön drauf. Und dann bin ich back. Bad Heart hast du nicht. Um auf Nummer sicher zu gehen, zack. Dich recall ich. Ja. Dann haben wir gewonnen. Und das könnte man halt wirklich. Macht eine 100er Winstreak. Wetten, in ein paar Wochen gibt's wirklich jemanden, der 100 Wins hat mit dir. Was einfach so verblödet ist. Weil es einfach wirklich so verblödet ist. Also, man gibt halt wirklich alle Generatoren auf, außer drei, die halt gut für einen sind. Das ist halt, was man hier macht eigentlich. Das ist basically der Move. Das ist basically der Move. Und du bist hier drin, ich weiß. Ja, schade. Aber ja, es ist Abfuck, es ist Bullshit, es ist Pain. Fertig. Das ist, was es ist. Das ist, was es ist. Hattet ihr ein Match-Offering? Ja, ich kann gar nicht mehr reden. Ich bin zu pissed. Bin wirklich zu pissed. Und jetzt stimmt. Jetzt, wo wir die Hedge bekommen noch, kann ich euch das nächste Gute zeigen. Weil, ja, wir recallen jetzt einfach mal unsere Drohnen. Ist ja egal. Juckt nicht. Warte, wo ist das andere Gate da drüben? Okay. Wir können natürlich, offensichtlicherweise, auch perfekte Gates campen. Weil das haben sie nicht bedacht. Man kann bei Hooks nicht setten. Aber bei Gates kein Problem. Ihr werdet niemals ein Gate verlieren. Ihr könnt kein Gate verlieren mit diesem Killer. Ihr könnt es nicht. Straight up ist das einfach nicht möglich. Seht ihr, den könnte ich jetzt zum Beispiel, obwohl trifft er eh, hittet er eh gut, ja. Ja, nee, ist alles fein, ist alles gut, ja. Und solange sie keinen Key hat, ist sie am Arsch. Sie ist am Arsch. Sie ist einfach am Arsch. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sie ist am Arsch dann halt. Hier machen wir hier noch. Zack. Dann aktivieren wir da drüben. Ja. Und jetzt? Und fucking jetzt? Jetzt warten wir, bis der Timer abgelaufen ist oder bis ihr in der Chest einen Key findet. Das ist, was wir machen. Recall, 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 recall. Und neu setten, neu setten, neu setten. Aktivieren, aktivieren, aktivieren. Das ist der Playstyle. Das ist der Playstyle. Und das hier sind gute Gates für Killer. Aber auch bei schlechten Gates. Du musst nur zu einem hinkommen und dann zum anderen. Du hast gewonnen. Du hast gewonnen. Du hast die Gates confirmed gewonnen. Da kann man nichts gegen machen. Da kann man nichts gegen machen. Das ist halt einfach so.
Das ist halt einfach so. Und Nancy, die sitzt doch safe schon seit 20 Minuten einfach nur in einem Schrank, oder? Sitzt doch safe einfach dauerhaft in einem fucking Locker. Und wenn du die Drohnen halt deaktivierst, ja, guess what? Ich hab dich markiert dann. Ich hab dich markiert. Bringt dir auch nichts. Es ist alles abgefuckt. Es ist alles abgefuckt. Und da haben wir den Win geholt. First try. Keine Probleme auf Ironworks of Misery. Komplett asoziales Bild. Wie gesagt, Chen-Kick-Bild. Auch unfassbar, unfassbar asozial auf ihr. Generell einfach dumm. 20 Minuten Game wieder. GG. Sorry for the mean game. Oh Gott, ich kann schon wieder nicht schreiben, weil ich so pissed bin. Und das ist halt auch der Way, wie man pippt. Aber ja, der Rank interessiert einen sowieso nicht. Also das ist jetzt nicht ein allzu starkes Argument. Und die hatten halt sogar Proof. Aber was bringt dir halt Proof, wenn ich halt dauerhaft weiß, wo ihr seid? Wo ich halt dauerhaft noch weiß, wo ihr seid, wenn ihr die Drohne deaktiviert? Wo ihr exposed seid, wenn ihr die Drohne ignoriert? Es ist dumm, es ist sehr dumm, es ist extremst dumm. Ich kann vielleicht nochmal ein Chen-Kick-Bild, wenn ihr Bock habt, zeigen, aber all over ist das halt so ziemlich der Way to go für Skull Merchant. Entweder das oder ein Skull-Chick. Ich kann nicht mehr. Ein Chen-Kick-Bild mit Call of Brian, dann noch Eruption kann man machen, ist zwar genervt, aber noch immer halbwegs gut. Dann kann man natürlich den Dr. Perk nehmen, den ich gerade vergessen habe. Oh, mit O fängt er an. Oh Gott. Overcharge. Ich bin dumm, ja. Und dann einfach nur Brutal Strength oder so. Und man hat schon gut ausgesorgt. Fertig. Es ist einfach dumm. Ich weiß nicht, was sie sich bei dem Killer gedacht haben. Und ich werde wahrscheinlich auch noch ein Video dazu machen, was ich alles ungesund an diesem Chapter finde. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag. Wirklich komplett weird, wer sich das bis zum Ende gegeben hat. Aber danke, I guess, und ciao, Leute.